Holy shit. Ich glaube, das Auto hat mich gerammt oder so. Ich habe keine Ahnung, was genau passiert ist. Was ist das denn gewesen? Keine Ahnung, Mann. Da ist immer noch jemand in dieser komischen Halle. Du musst echt gut aufpassen. Ja. Die Leichen rausgeholt. Jo. Hast du noch Magazin? Nee. Das war das Einzige, was ich hatte. Hatten die Leute Stuff dabei? Karbin. Was? Eine Karbin. Karbin? Okay, ja, das ist eine Mistwaffe. Und der andere hatte nichts. Okay. Okay. Warte, ich habe glaube ich noch Munition für dich, oder? Ach, scheiße, nee. Nee, ich habe keine AK-Munition, tut mir leid. Weißt du was? Nimm du die Granate, hier. Okay. Zum Notrennst da rein und sprengst in die Luft. Komm, wir müssen jetzt endlich mal dahin, Alter. Der Typ ist sicherlich jetzt gerade ein bisschen hellhörig geworden. Also, ein Typ oben, ein Typ unten. Okay. Keine Ahnung. Plus einen, den ich in Diesing 100 Pro umgebracht habe, der liegt hier vorne. Ich glaube, den kannst du aber looten. Einer liegt oben. Den kann man von hier aus sehen. Den kannst du töten von hier aus. Komm, oh. Komm mal zurück. Das Fenster hier. Du kannst deinen Kopf sehen. Da oben? Ah, jetzt ist er. Nee, hier. Komm mal hier zu mir. Mhm. Direkt da links in der Ecke liegt der. Das Lager gerade. Ja. Nee, links nicht, da hier vorne. Ganz hinten. Ganz hinten. Und dir? Ich glaube, er ist nervös geworden. Ah, ja, ich sehe. Nehmen den Zombie. Zombie greift dich an. Ja. Hier ist noch einer hinter uns. Was? Ich meine, der hat irgendwas auf dem Rücken gehabt. Ich guck mal eben. Der hat nichts, der ist ein halber Bambi. Hab ihn! Ernsthaft? Ja. Wallhack! Wow! Dude! Hast du eine Granate auf den geworfen? Ja. Was ist. Der hat eine Kettensäge in der Hand! Hast du? Ja, einmal getroffen. Hier die AK looten. Ich blute! Wow, wir hatten das da ja auch gehabt. Konzentrier dich einfach drauf zu looten, schnell! Stresssituation. Kurze Situationserklärung. Hab alles geskippt, was davor war. Du bist hier gestorben, Kevin. Wir haben versucht, wieder reinzurushen, dich zu rächen. Es ist relativ erfolgreich funktioniert. Nennen wir es einfach so. Ich habe den einen Typen gesniped von da hinten, nachdem ich irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten lang auf eine Stelle geguckt habe und keiner sich am Fenster gezeigt hat. Danach habe ich hier wohl einen, höchstwahrscheinlich zumindest, im G-Sync umgebracht. Und ja, the end. Oh, mein Hut. Wow, warte mal. Kevin. Oh ja. Gott. It's dangerous here. Ich bin ziemlich low übrigens. Keine Ahnung, Mann. Der hat eine Landmine dabei gehabt, Alter. Ey, ich glaube, ich wurde noch nie von einer Kettensäge attackiert. What the fuck, Alter? Das war mega crazy, wenn das vernünftig in die Länge gezogen wäre wenigstens. Verdammt, Alter. Im Endeffekt, wie gesagt, Kevin, erklär du mal kurz, was hier passiert ist. Also, nur damit deine Perspektive. Ich glaube, du hast die Scheiße ja nicht aufgenommen. Achso, ja, ich bin halt hier draußen gewesen, hab halt den einen in der SKS gespottet, wollte ihn dann versuchen umzubringen. Hat nicht so gut geklappt, er hat mich als erstes gespottet, hat mich halt angeschossen. Dann bin ich halt hier reingerannt und hab mich oben in diese kleine Kammer da hinten versteckt. Und ja, dann kamen drei Leute rein und haben mich hier gerusht. Ja. Das war nicht gerade schön gewesen, aber du hast hier ja gut in den Schacht bekommen. Aha. Gut, komm, lass hier abhauen, Alter. Ich bin ziemlich low gerade, wirklich, das ist richtig krass. Ja, dann lass abhauen hier. Ja. What the fuck, Alter? Dann direkt durch die Stadt gehen, nochmal ein bisschen mehr Deckung. Ja, machen wir. What the fuck? Weißt du eigentlich, wie ich den Typ gerade gesniped habe? Warte, ich muss jetzt winkeltechnisch gucken. Das war. Meine Güte. Wo bist du? Hier, hinter dir. Ah ja, komm, lass hier an der Küste entlang gehen, ja? Okay.
Oder lass ihn vor der S nehmen. Komm, wir können direkt wegfahren. Stimmt. Alter, ich bin schon wieder komplett vernichtet, ne? Du hast die AKM? Ich hab eine AKM und eine Steyr Aug. Und eine Steyr Aug? Ja. What the fuck? Ich hab beide Waffen bei gehabt. What the fuck? Das mit dem Auto war mega crazy, Alter. Das war mega crazy. Und die Scheiße, ich spiel ab. Okay. Gib alles! Quick! Quick, Mayo! Quick! Schnell weg hier! Vor allen Dingen, wir sind hier hingekommen mit dem V3S, das ist nicht der V3S, zumindest glaube ich das mal. Wobei, das könnte auch unser V3S gewesen sein. Wie auch immer. Wir haben den oben auf den Berg gestellt, ich weiß nicht. War ein Server-Restart, da werden die euch alle diesmal, glaube ich. Ja, stimmt auch wieder. Private. Wie gesagt, ich lag da oben bestimmt eine Viertelstunde so auf dem Berg und es ist einfach nichts passiert so. Keiner hat sich am Fenster gezeigt. Achso, ja genau, wir müssen zurückfahren. Soll ich die AKM lieber mitnehmen oder die Steyr Aug? Ja, eigentlich ist es cooler. Ja, dann. Die Frage. Eigentlich ist es da auch cooler. Wie viel Munition hast du denn dafür? Ein Magazin. Und die AKM hätte ich 2,75er. Ja, dann nimm die AKM, Alter. Komm, dann nehme ich die Steyr. Ich glaube, ich habe ein 20er Magazin da vorne an der Küste gedroppt. Na, dann mal schnell wegfahren hier. Brumm, 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 brumm. Banane Phone. Banane Phone. Und Wunder, dass ich übrigens nicht vom V3S umgefahren wurde und gestorben bin, ne? Heilige Scheiße. Bei mir bist du ein paar Mal umgefahren worden, by the way. Ja, bei mir übrigens auch. Ich war teilweise sehr, sehr oft davon überzeugt gewesen, dass ich gerade von den V3S geknutscht worden bin. Deswegen, ich bin sehr, sehr überrascht, dass ich es überhaupt überlebt habe, Mann. Aber ich hab's überlebt und ich habe nur ein bisschen Blut verloren, also ist alles in Ordnung. Erstmal Cola drauf trinken. Kevin, bist du wahnsinnig? Kurze Geschichte. Ich stehe und esse. Kevin kommt rein und erschreckt mich. Hab ich extra noch im Teamspeak gemütet im Ingang geredet. Ja. Hände hoch. Und ich so. Da ist einiges passiert, ne? Urplötzlich ist ganz schön dunkel geworden, Kevin. Ja. So, denk dran. Gott, ey. Ich muss erst von dem Schock erholen, dass du hier reinkommst und mich so erschreckst, ne? So, okay, ich glaube, es geht mir besser, Kevin, ich glaube, es geht mir besser. Der Grund, warum ich dich nach ganz oben hier in Lopatino hingebracht habe, ist, weil hier oben den Helicrash spawnt. Und weil das Server gerade eben restartet ist, beziehungsweise weil gerade ein neuer Tag angebrochen ist. Oh, Boden. Wollte ich hier oben hoch. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Ja. Na denn? Oh. Ja, denn? Der Helicrash ist ungefähr da, wo ich jetzt hingucke. Bye. Und dann gucken wir mal, ob wir noch eine Ork finden können oder sonst irgendwas. Der Schock sitzt mir immer noch in den Knochen, würde ich dazu sagen. Ich wusste ja, dass du mich vielleicht trollen möchtest oder so, aber das war ein bisschen hart, Alter. Heilige Scheiße. Okidok. Na denn? Let's go. Oh Gott, die Tür hat mich weggehauen. Oh. Ne. Das ist schon verdächtig, dass hier solche Schuhe spawnen übrigens. Vielleicht war hier schon jemand. Russencrash, hallo? Ja, vielleicht sind andere Leute auch noch auf die gleiche Idee gekommen nach einem Server Restart. Das Ding ist schon, nein, das ist unmöglich. Es sind noch ein paar mehr auf der Karte, auf der Map hier. Können wir zum NWA laufen oder wir laufen zum V3S, je nachdem. Können wir erstmal da oben hochlaufen. Ich meine, NWA ist ganz hier in der Nähe, dann können wir das auch noch mal kurz mitlooten und dann schauen wir einfach, was wir finden. Wir müssen uns ja eh neu einkleiden. Ja, nochmal hier den Berg entlang. Ich mag aber, wie dein pinkes Oberteil im Schutz in der Nacht sozusagen getarnt ist. Sieht gut aus. We're spending most our lives living in a gangster's paradise. Oh, hier ist V3S. Oh, look. Oh, look, it's a V3S. The good one. Wollen wir fahren? Ja. Okay. Da ist jemand! Wo? Hey, Dude! Hello? Er antwortet nicht. Direkt hier links in der Ecke stand jemand. Wow! Er ist im Haus gewesen. Okay. In der Ecke, Vorsicht, Alter. Oh, ich bin unconscious. Ich lebe aber noch.
Du dich? Du hast ihn getötet. Ich sehe dich da. Ich sehe aber nicht, wo noch jemand ist. Der war in diesem Haus, was du da direkt sehen kannst. Im Eingang stand der drinne. Hat auf dich geschossen. Okay. Wenn du links an der Scheune vorbeischaust. Kannst du mich vielleicht bandagieren? Klar. Warte. Oh Gott, der hat nicht wieder geschossen. Warte mal. Ist der vielleicht oben im Fenster? Kann ich eben bandagieren, ja? Oh Gott, was ist ein Zombie? Der schlägt dich, der Zombie. Warte, ich muss eben den Zombie erschießen. Mega, mega kompliziert gerade, Kevin. Okay. Schießt die ganze Zeit, ich weiß noch nicht worauf. Scheiße. I'm dead. Really? Yes. Okay, shit. Ich hatte gerade Salin gesucht. Ich bin bei Chano gespawnt. Versuch schnell wieder hochzukommen. Okay. Seriously, fuck you, dude. Why the fuck would you do that? Fuck you. Hab ihn erledigt, tut mir leid. Was? Ich bin zu spät. Hauptsache, der ist tot. Ich leg alles so auf den Boden, ja? Kannst du direkt alles looten. Scheiße, Mann. Hat er dabei gehabt? Ist ja Ork. Ich muss dazu sagen, ich habe das aber auch direkt am Anfang schon gehört, dass er eine Sire Ork hatte, weil... weil die Waffe sich genauso angehört hat wie meine. Okay, ich hab das auch noch nicht so. Ich hab die noch nicht so auch gehört, sag ich mal so. Schau mal, das Problem war, guck mal, ich weiß halt, dass normalerweise die Leute relativ lange durchhalten, wenn die unconscious geschossen sind, weißt du? Deswegen dachte ich so, ich belasse es dabei so ein bisschen. Also ich belasse es dabei, dass du da einfach so liegst. Und warte halt einen Moment, weil der Problem war, der hat die ganze Zeit geschossen. Ich wusste nicht, auf was er geschossen hat. Vermutlich hat er nur auf Zombies geschossen. Aber es hätte alles Mögliche sein können. Hätte auch auf dich sein können. Also genau, ja. Man kann sich ja nicht so sicher sein. Und weil du halt so doof an der Kante lagst und weil der Zombie dann in dem Moment kam, wo ich dich verbinden wollte, bin ich einfach nicht dazu gekommen. Und ich hatte einfach keinen Salin. So, egal, ich habe auch keinen Salin dabei, weißt du? Das ist das Problem gewesen. Und das ist die einzige Möglichkeit gewesen, wie ich dich hätte aufwecken können. Mit anderen Worten, ich hatte keine andere Wahl, Kevin. Tut mir echt leid, ey. Tut mir wirklich leid. Passiert. Es gibt einen Respawn-Button. Ja. Real Life hättest du es übergenommen. Sicher? Ich glaube nicht, dass du zu relativ. Ich glaube, er hätte sich viel. Wie soll ich sagen? Wir hätten uns in der Hölle wieder gesehen. Ja, vermutlich.
gehe nur von zwei aus. Ich habe nur zwei Schussquellen gehört. Manchmal muss man einfach so lieber Faith-mäßig fireplaced. Ja. Stop it! Oh, mein Handy. Oh Gott, mein Handy! Es macht Geräusche, die will ich gar nicht. Oh Gott. Kevin, ich bin mir ziemlich sicher, du machst es absichtlich. Hör auf damit! In der Aufnahme ist das Handy aus. Du bist tot. Kevin, du bist tot. Ich schieße auf deine Leiche. Aha. Du schießt auf meine Leiche? Wow. Ja, weil ich einen Leichen habe. Hast du mehr Löcher? Übrigens, wenn Kevin ihr auf irgendjemanden schießt, dann ist eine Sache schon mal hundertprozentig klar. Nichts bleibt übrig von der Person. Ey, ich frag mich, wer überhaupt noch schießen konnte. Ich hab mir halt sowas von instant zerfetzt, als er da um die Ecke gerannt kam. Und dann schießt er einmal, ich bin ohnmächtig. Na, Mosin. Ja, der muss sich gut erwischt haben. Ja, ich glaube, mit der Mosin ist fast egal, wo man schießt, wenn der direkt vorstehst. Ich check grad die Waffen. Hui. Ich bin nicht wegen Diesings. Komm rein jetzt. Warte. Kevin! So jetzt musst du First Person fahren. Okay. Mega spannend auf jeden Fall. Oh Gott. Mega scheiße. Guck mal, wie schön der Himmel gerade ist, Kevin. Ja. Steht nicht eine Wonne? Hör auf zu lachen. Nein. Oh Gott, Alter, das Ding fährt sich, ne? Das ist ein altes russisches Mistding, ey. Ja, aber was ist? Es ist ja auch ein altes russisches Mistding. Hi, Kevin. Sorry, deine Leiche wurde von den Würmern gegessen. Oh ne. Wir müssen sie ausgraben. Ja. Hoffentlich ist hier niemand. Hey, sollte niemand sein. Oh, der hat mir in die Füße geschossen. Ja. Richtig ehrenlos, der Typ. Dabei gestorben. Ja. Scheinbar. Du hast ihn in die Brust geschossen, nicht über den geschossen, Kevin. Es gibt ja immer diese Leute, die an der Crime Scene sozusagen immer Aufklärungsarbeit leisten. Yep, he was definitely hit in the chest, in the legs, in the arm, überall hin. Aber ich nehme trotzdem seine Links mit, damit ich nicht mehr Platz mitnehmen. Hier hinten, Kevin, wo ich jetzt gerade stehe, da liegen die Waffen von denen, also von den Typen. An dem Haus, oder was? Ja, an dem Haus direkt ist einer. What the fuck? Jo, tatsächlich, da oben am Haus sind zwei Leute, Kevin. Du hast da absolut recht. Sogar. Ja. Ich hab ihn eingesehen. Was wir machen? Soll ich aussteigen oder abhauen? Die sind auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob die noch da oben sind oder nicht. Ich glaube, ja, die sind noch da oben. Ich würde sagen, wir schalten die aus. Ganz ehrlich, okay. Ich glaube, es sind Verbündete. Sind oben an dem roten Haus, genau da, wo ich den Typen umgebracht habe. Okay. What the fuck, Alter? Das können die beiden weg, die rennen weg.
Ja, renn ich mal hinterher. Schießen die oder? Ich hab jemanden getroffen, glaube ich. Ich okay. Schieß. Ich verfolg die. Du verfolgst die auch, oder? Ja, ich bin oben an der Hütte schon. Okay, good job. Ich komm zu dir. Er ist an dem großen roten Baum, steht er. Ja, alles klar. Dauert nicht lange. Bin gleich bereit. Gott, ich kann gerade nichts machen. Wieso? Aimt er auf dich? Ja, ich glaube, der aimt auf mich. Okay. An dem großen roten Baum steht er. Am Baumstumpf oder wo? Am Baumstumpf. Linke Seite, oh Gott, Zombie, ich muss schießen. Ja. Jetzt weiß er, wo ich bin. Wow, er ist weg. Hat sich ausgelockt. Ausgelockt. Ernsthaft? Jo. Oh. Wow. Ernsthaft jetzt? Hast du ihn gerade noch gesehen? Ja. Ja, er ist weg. Zwei Leute, die auf genau. What the fuck? Ja, der ist weg. Ja, in dem Baum hat er ausgelockt gerade. Ich hatte halt auf mich geaimt, aber dann hat er. Wie fucking ehrenlos ist das denn bitte? Wow, er hat sich ja ausgelockt. Hast du an der Ecke gesehen, sozusagen, wie er hoch und runter gegangen ist oder wie? Ja, ich hab halt hier gesehen und ich stand halt hinter dem Busch. Gerade eben. Ey. Was für eine Muschi, ey. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich stand halt hier bei der Leiche an dem Busch. Hier, warte, ich zeig ihn dir. Da, wo der Zombie halt liegt, da stand ich halt hinter dem Busch. Was hat der? Ja, an dem Busch stand ich und hab ihn halt da gesehen gehabt. Und dachte halt, der aimt auf mich. Kevin, der ist ganz gut dabei hier. Was hat er denn? Jo. AK 101, ne? Da habe ich eine neue AK, würde ich sagen. Ich habe nur zwei Leute gesehen. Das Problem war, ich war in der Stadt, du bist mit dem Auto losgefahren, wir haben den Schuss gehört, ich habe die Aufnahmetaste gedrückt, du bist rumgefahren und wir sehen zwei Leute da oben. Zwei Leute rennen weg. Du hast ja, glaube ich, schon oben flankiert. Ich bin von unten den Typen direkt hinterhergelaufen. Ernsthaft, Alter. Ich dachte, das wäre vorbei so, dass Leute sich instant ausloggen, sobald die Schüsse hören. Ich dachte halt wirklich, der aimt auf mich, weil er so komisch da so hingewackelt ist. Ich hab mich nicht damit gerechnet, dass er ausloggt. Holy shit. Ich meine, das ist ein Private Hive Server, ne? Wir müssen jetzt eigentlich hier nur die nächsten 30 Minuten warten. Oder Stunde. Oder Tage. Und irgendwann loggt er wieder ein. Lass mal ein paar Tage hier warten. Eigentlich sollte man das Ganze echt machen, ey. Hier. Ja. Das war früher schon immer eine Plage, wirklich. Das waren absolute Noobs. Und Muschis, wie ich finde. Die sich keinen fairen Kampf stellen können. Wer weiß, was der dabei hatte, Alter. Vielleicht hat er, keine Ahnung, seine AKM gerade gesaved oder seine Ork. Scheinbar ist ein Ork ja inflationär oft hier zu finden. Na, ja, anscheinend schon. Ja, der hat AKM. Der hat vermutlich eine AKM oder so. Ich meine, sein Mate hat hier sogar AKM. Wobei, wenn der Trommelmagazin dabei hat. Er hat ein Trommelmagazin bei? Ja, oh, genommen. Natürlich nimmst du instant diesen hässlichen Puschelkopf mit deinen pinken Klamotten, ne? Was denn? Ich sicher ein bisschen cool. Das Gebiet, so, keine Ahnung. Bisher wurde es noch nicht gefunden. Das sind zwei Leute, die geschlossen zusammen weglaufen, keine Ahnung. Ich hole mal den Vorderer erstmal, so. Okay. What the fuck, was ist das hier eigentlich für eine komische Stadt plötzlich, so? Wenn man plötzlich hier gestalkt und haufenweise Menschen, so. Oh Mann. Weird, ey. Mag die Stadt. Ja, ne? Coole Stadt. Lopatino heißt sie übrigens. PvP Heaven. Darfst du nur rein, wenn du eine Ork hast oder höher? Oder K oder K. Ich war Anschwung. Ich mit Fullspeed. Okay. Kevin, bist du sicher? Ich meine, du bist schon eingerostet. Bist du sicher, dass du noch das Zeug dazu hast? Ich hab ein GTA geübt. Ich meine, deine Stuntzeit ist vorbei. Du bist nicht mehr der Frischeste. Plus, alles wackelt bei mir gerade hier drin wie wild. Bist du wirklich Daniel, sicher, bist du wirklich halt sicher dass du machen möchtest? Shit! Ja. Oh shit! Woo! Oh. Yes! Oh. Yes! We did it! Good job, everybody! We did it, everybody! Wow, hab ich erst mal mein Headset weggefegt. Wow. Kennst du dieses MLG? Wow! 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 Ich habe sogar gerade mein Auge zugekniffen dabei. Wow! Das war schon ziemlich MLG-Shit, Kevin. Nicht schlecht. Ja, wir sind ziemlich weit geflogen. Ja. Jetzt erstmal meine Doritos und meinen Mountain Dew.
Wow. Du kannst das ziemlich gut, Kevin. Kannst du nochmal machen? Wow. Hab ihn! Ernsthaft? Wow!